wunderbar, was einem die Natur so schenkt. Und trotzdem behandeln wir sie so schlecht. Dabei wäre es doch so einfach, etwas zurückzugeben. Etwas, das keinen Aufwand macht und trotzdem äußerst wertvoll ist. Etwas, das jeder geben kann und trotzdem niemand vermisst. Bioabfälle. Alle sammeln und stellen sie bereit. Wertvolle Fracht wird abgeholt und in eine geschlossene, moderne Anlage geführt. In dieser Anlage werden die Garten-, Küchen- und Rüstabfälle, Speisereste und so weiter zerkleinert und vergärt. Schließlich entstehen im Fermenter Biogas und Naturdünger. Was so einfach und gewöhnlich aussieht, muss wohl außergewöhnlich raffiniert sein. Denn am Ende entsteht aus Bioabfall wertvolles Biogas oder Strom und Wärme. Strom, der uns nicht einfach Licht gibt, sondern ohne den unser Leben nicht mehr denkbar wäre. Und Gas, das unter anderem dafür sorgt, dass wir im Winter nicht frieren. Und wertvoller Biotreibstoff für unsere Autos, die uns Tag ein, Tag aus von A nach B fahren. Und außerdem Naturdünger für unsere Felder und für unsere Gärten. Naturdünger, der dafür sorgt, dass der Kreislauf geschlossen wird und in der Schweiz alles wachsen kann. Naja, sagen wir mal fast alles.